Willkommen in Panama, Leute. Wir sind gerade angekommen und werden jetzt auch direkt schon abgeholt. Und schauen wir mal, was wir jetzt in den nächsten Tagen in Panama so machen. Central America, please. Welcome to Panama. Wir haben halt gerade echt knallhart eine VIP-Eskorte bekommen von dem Gate aus. Durch den ganzen Zoll durch, durch die Immigration durch. Wir sind irgendwie in 10 Minuten jetzt aus dem Flughafen schon draußen. So muss das sein. Wir haben jetzt in unser Hotel eingecheckt, waren gerade noch kurz Mittagessen und jetzt schauen wir uns gerade Panama City an. Und schaut euch mal an, was für eine krasse Skyline die hier haben. Das habe ich bis jetzt noch in keinem Land in Zentralamerika so gesehen. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen filmen. Morgen haben wir schon wieder einen Flug woanders hin, also hier innerhalb von Panama. Und ja, ich bin gespannt, weil es stehen coole Sachen auf dem Programm. Whale Watching, alles Mögliche. Einen wunderschönen guten Morgen aus Panama, Leute. Wir gehen jetzt Whale Watchen mit dem Boot, was da unten ist. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Wir haben gerade in ein wundervolles Hotel eingecheckt. Das zeige ich euch nachher auch noch. Wir sind jetzt gerade mit dem Boot auf die offene See rausgefahren, wie ihr hier sehen könnt. Und wir sind hier jetzt gerade am Whale Watchen und wir haben schon einiges zu Gesicht bekommen. Hier im Hintergrund könnt ihr gerade den Wal sehen. Und ich habe auch schon meine Drohne geflogen. Ich schwör's euch, so cool. Leute, das war krass, oder? Ich war noch nie Whale-Watchen, aber heute war ich dann zum ersten Mal und wir sehen gleich sowas. Richtig krass. Unser Guide hat er auch gerade gemeint, er hat in 2 Jahren Whale-Watching noch nie sowas gesehen. Wir sind zu einer anderen Insel gefahren und sind hier gerade am Krokodile füttern. Schaut mal, wie krass ist denn das? Dan, what do you think? Oh, my God. We're so close. I was scared, I'm not gonna lie, I was scared. I was slowly edging backwards. I don't want to be that close to a crocodile. Schaut mal, wie nah wir dran sind. Das war gerade eben noch hier. Was für ein krasser Tag, Leute, oder? Erst gehen wir Whale-Watchen und unser Guide meinte, er hat die Wale in 2 Jahren Whale-Watching noch nie so gesehen. Jetzt sind wir gerade auf einer wunderschönen Insel, Leute.
Wir sind jetzt sogar noch mal mit dem Boot rausgefahren und schaut euch mal an, wir haben gerade einen schönen Sonnenuntergang. Und ja, jetzt düsen wir auch, glaube ich, gleich wieder zurück ins Hotel. Das war auf jeden Fall ein verdammt geiler Tag heute, muss ich einfach mal gesagt haben. Es war auch, ich glaube, mit der beste Tag von der ganzen Reise. Ja Leute, der letzte Tag hier in Panama. Ich will mich jetzt eigentlich auch verabschieden. Schaut mal, wir haben gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und ich wollte mich nochmal bei der Qatar bedanken. Das ist diese Organisation, die den ganzen Trip hier möglich gemacht hat, die das alles gesponsert hat. Es war echt mega cool, in den 2 Wochen die ganzen Länder zu sehen. Und ich kann euch empfehlen, nach Zentralamerika zu reisen. Es war echt cool. Alright? Alright. Alright. How did you like Central America? No, good. Good? Yeah, very good. Ja Leute, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.